Herzlich willkommen, ihr Astronomiebegeisterten. Heute möchte ich euch einmal ein bisschen was über das Fokussieren am Teleskop erzählen. Gerade wenn man mit Kameras aufnimmt, ist das oft nicht so einfach, da genau den Fokus zu treffen, damit alles scharf ist. Es gibt allerdings eine einfache Lösung, eine sogenannte Batinov-Maske. Diese Teile gibt es in allen möglichen Größen und die sind unheimlich praktisch. Teilweise sogar visuell, aber hauptsächlich fürs Fotografische. So eine Maske passt in der richtigen Größe auf jedes Teleskop und wird einfach vor das Teleskop geklemmt. Fertig. Und jetzt sehen wir uns mal an, wie das Ganze dann wirklich funktioniert und wie man damit am besten fokussieren kann. Jeder, der schon einmal Sterne fotografiert hat, kennt das Problem. Nämlich das, wie stelle ich am besten scharf? Man sieht sich das Bild auf dem Bildschirm an, fokussiert, dreht am Fokussierrad des Teleskops und irgendwie scheint es nicht so richtig scharf zu werden. Und wenn man es dann endlich geschafft hat und im Nachhinein die Bilder sieht, wirkt es wieder nicht unbedingt scharf. Mit einer Batinov-Maske umgeht man dieses Problem. Diese Teile, entwickelt von Pavel Ivanovich Batinov, wurden früher aus Metall gefertigt, mittlerweile sind sie meistens aus Kunststoff. Sobald sich die Batinov-Maske vorne auf dem Teleskop befindet, sieht der Anblick am Bildschirm, also in der Kamera oder auch durch das Okular, in etwa so aus. Drehen wir nun am Fokussierrad des Teleskops, dann bewegt sich der Fokus immer weiter und das Abbild der Batinov-Maske wird kleiner. Schließlich entstehen Strahlen. Und wenn wir weiter fokussieren, über den idealen Fokuspunkt hinaus, vergrößert sich das Abbild wieder. Und wir sehen wenig später wieder die Batinov-Maske selbst. Um den richtigen Fokus zu treffen, suchen wir uns das Bild mit den Strahlen. Nun stellen wir den Fokus so ein, dass die drei Strahlen genau symmetrisch sind. Der mittlere Strahl also weder oberhalb noch unterhalb zu liegen kommt, sondern genau in der Mitte der anderen beiden Strahlen. Wenn es das Seeing zulässt, erkennen wir innerhalb auch noch drei Punkte, an denen können wir uns ebenfalls orientieren. Erst wenn das Abbild komplett symmetrisch ist, haben wir perfekt scharf gestellt. Nehmen wir die Batinov-Maske nun vom Teleskop ab, sind unsere Sterne perfekt scharf und punktförmig. Wenn ihr euch über die merkwürdige Sternenkonstellation auf meinem Bild wundert, nun, diese befindet sich nicht am Himmel, vielmehr habe ich sie mit einem künstlichen Stern erzeugt. So ein künstlicher Stern ist sehr praktisch, insbesondere wenn man die Optik eines Teleskops testen will oder auch wenn man ein Teleskop richtig justieren will. Im Prinzip ist es eine kleine Taschenlampe mit Löchern im Mikrometerbereich. So lassen sich wunderbar Sterne verschiedener Helligkeit simulieren. Lasst euch nicht verunsichern, wenn es bei euch durchs Teleskop nicht so schön aussieht wie bei mir. Immerhin kommt am Himmel noch das Seeing, also die Luftunruhe hinzu. Dann flackert das Bild oft ganz schön, wie man es zum Beispiel hier sieht. Dennoch kann man mit etwas Geduld relativ leicht das Bild scharf stellen, indem man den mittleren Strahl genau symmetrisch platziert. Am Ende bleibt, dass eine Batinov-Maske ein unglaublich praktisches Teil ist, das man für wenig Geld in jedem Astronomieladen bekommen kann. Ich kann sie nur empfehlen, egal ob ihr mit einer Spiegelreflexkamera, mit einer Planetenkamera oder nur mit dem Handy fotografiert. Wenn euch dieses Video geholfen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen und ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Euer Mario.